Ja, Tag auch alle miteinander. Lang, lang ist es her. Ein kleines Let's Play. Let's Play Minecraft mit dem Dark Van Galaxy. Ich muss gestehen, habe ich die letzte Zeit etwas schleifen lassen. Ja. Aber gut. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich bin aktuell noch etwas desorientiert, weil ich in der Welt hier jetzt schon längere Zeit nicht mehr war. Habe mich ja mehr auf die andere Welt fokussiert, wo ich eigentlich nur wild rumbaue. Wobei man dazu ja eigentlich auch mal ein Let's Play bzw. ein kleines Video mit diversen Kommentaren machen könnte, aber mal schauen. So, ich glaube hier konnte ich hoch, ja. Was hier noch alles rumsteht. Das muss eigentlich noch alles weg. Das wird dauern. Hier haben wir ja schon gut angefangen. So. Hier ist einiges etwas anders. Merkt man. Oh ja, genau. Wir können den Weg erstmal bauen. Ja, wenn man eine längere Zeit im Kreativmodus gespielt hat, merkt man schnell, dass es doch wieder hier etwas mehr Zeit braucht. Das Abbauen von Ressourcen und so, aber gut. Ja, da vorne dieses komische Loch muss ich auch mal irgendwie angehen, sonst falle ich da irgendwann noch rein bei meinem Glück. Ja, was... machen wir heute. Ich glaube, ich werde ein bisschen an dem Speicher weiterbauen. Das Dach muss ja irgendwie noch rauf und Fenster müssen rein und eigentlich alles. Und die Sonne scheint. Unser kleiner Hafen. Da, Fische. Ja, da kommen noch Türen rein und Gleise, habe ich mir überlegt. Und mir fehlen, ja, was heißt Rohstoff eigentlich nicht, aber ich habe wieder von allen zu wenig. Sieht noch recht leer aus. Hier kommen auf jeden Fall über Kisten rein. So. Erste Ebene Dachgeschoss. Ja, das muss ja auch noch weg. Dieses komische Ding hier hochkommen. So, erstmal kurz Überblick verschaffen. Ja, ich glaube. Ja. Hier können wir erstmal weitermachen. Muss ein bisschen, wenn ich aber runterfliege, muss ich den ganzen Weg wieder hochlaufen, da habe ich keine Lust. Gut, das war klar. So. Jetzt kommt hier noch eine Reihe hin. Oder auch nicht. Weg damit. Ja, ich muss anders machen, das wird hier nichts. Okay.
So, jetzt sollte es aber funktionieren. Und ah, hüpf. Ich muss da noch einen Dachüberstand machen. Ja, es ist doof, da muss ich mir wieder so ein Behelfsgerüst bauen. Ach. Muss noch kurz den bei Nase putzen, nicht wundern. Ja, hier muss auf jeden Fall noch ein Zaun hin. Das werden wir auch gleich in Angriff nehmen. Aber wahrscheinlich wird das nicht reichen. Müssen wir also wieder nachlegen. Okay, und ja, genau. So macht man das, ne? Man hat immer nur die Hälfte von dem, was man eigentlich benötigt. So, wie crafte ich das nochmal? Ich vergesse das immer. Ich glaube, ich werde es nie lernen. So, ich glaube, das war so. Meine Holz haben wir ja ein bisschen was. Es geht ja genauso was nicht. Ja, es sind immer nur zwei Stacks hoch, aber gut. Ja, ich werde es mir, glaube ich, nie. Ich werde es, glaube ich, nie lernen. Aber gut. Okay, wir könnten jetzt. Denke ich mal, die Türen hier einsetzen. Kommt erstmal Beleuchtung, sonst spawnen uns hier irgendwelche komischen Viecher. Aktuell haben wir ja den friedlichen Modus, aber den werden wir natürlich bei Gelegenheit auch mal wieder abschalten. Dann möchte ich hier nicht hochkommen und tolle Überraschungen haben, ungebetene Gäste. Das mag ich nicht so. So, noch ein paar Fackeln. Bist du gar nicht, wenn hier oben jetzt die Kisten irgendwann sind, die mal randvoll werden können, dann gehen hier so ein, zwei Creeper hoch, das wäre sehr ärgerlich. Da muss man dann wieder ganz schön aufräumen. Dann werden wir mal schauen, dass wir das Dach weiterbauen. Wo ist meine Axt? Zack. Ja, wir benötigen hier Unmengen von Holz. Das ist halt so. Na, das war wieder toll, ne? Habe ich super hingekriegt. Okay. Ja. Nein. Ja. So hätte ich das gerne.
Hüpf und Klack. Okay, weiter geht's.